Ich habe heute ein Angebot gekriegt, zugeschickt. Es waren eh schon im Ganzen, waren es ja eigentlich schon mehrere Angebote. Und wie ich das durchgelesen habe und dann einen Endpreis gesehen habe, habe ich gedacht, mich haut es auf den Scheißer. Und zwar ist in dem Angebot drinnen 8 Stickeln. Ah, 8 Stickeln. Hoppala, warum ist das noch offen? Zwanzig Stickel mit 380 Watt Peak Module. Also haben wir gesagt. Aha. Also. Ich hab wieder die gute Tastatur heute, ja, das taugt mir auch wieder. 22. Also haben wir 8,3 kW Peak-Anlage mit einem Speicher, Endpreis 28.959 Euro. Also 28.959,26 ganz genau. Also wenn wir hergängen, wir dividieren du es durch die 8,3 und sind wir bei 3.400 Euro pro kW Peak. Okay. Na, da habe ich nur in der Spalte A habe ich nur jetzt ausgerechnet, wie viel sagen wir es sein. Der Speicher ist 13 Kilowattstunden, da sage ich euch aber nachher was dazu. Mir geht es jetzt nur einmal darum, dass man einen Vergleich sieht. Also sprich, ein 8,3 Kilowatt Peak mit einem Speicher. Nein, das ist ein Angebot aus Deutschland, ist 19%, in Österreich waren es 20%. Es ist auf den Angebot, auf den Endpreis, ist schon ein Nachlass drauf von 840 Euro. Also wenn wir das dazu zählen würden, dann wären wir ja noch um einiges höher. Also kannst du dann 1000 noch dazu rechnen. Also 3.500 Euro pro kW Peak. Normalerweise, das ist Wucher. Ich finde einfach, was das Wucher ist. Es sind dann andere Punkte in dem Angebot auch noch drinnen, wo es da noch zu Aufpreisen kommen könnte. Und was ganz sicher noch nicht drinnen ist, was ich da sehe, weil es ist ein zusätzlicher Stromzähler erforderlich und bla bla bla. Und der ist da drinnen auch nicht im Preis enthalten. Also da kommt noch was dazu. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen, auf 4000 Euro pro kW Peak oder sowas. Also, das ist extrem. Also wenn ich jetzt sage 8,3 kW Peak und ich gehe her, wir können ja das Ganze mal rechnen. Wir schauen uns jetzt einmal Solarmodul an. Also Module sind auch montiert, über die reden wir nachher. Warum und wieso. Aber ich sage jetzt, ich nehme was nehmen wir denn, 45er Module. Schauen wir mal, was wir haben. Wird momentan nichts lagern sein, das haben wir eh vorgestellt. Aber ist wurscht, wir können einmal 45er Module nehmen. Wenn wir 45er Module nehmen, dann brauchen wir eigentlich, wir machen jetzt nur die gleiche Leistung, wie was da drauf steht auf dem Angebot. Und zwar haben wir gesagt 8,3, was war es denn ganz genau? Was noch wie auswendig? Niemand. 836. Muss so, 360 dividiert 45. Das sind 15 Module. Sagen wir, wir nehmen 16. Dann sind wir zwar ein bisschen drüber. Aber ist schein auf 2 MPP-Trecker aufzuteilen und. 16 mal 45
Haben wir 8,64. Danke dir, Thomas, für das Sub. Ich bin auch 10 Kniebeugen schuldig, also mit D heute 15. Ja. Also jetzt machen wir nichts anderes, dass wir gehen her. Rechnen die 8640 aus. Und zwar haben wir gesagt 16 45er Module Stückpreis. Ihr könnt es auch aussuchen, wenn es irgendwas wird. Ich schaue jetzt einmal nur meine Sachen an. Solarmodul. Na komm. Danke, Stefan! Also da wollen wir es nicht anschauen lassen, das ist aber nicht schön. Da muss ich nebenbei da herumschauen. So gleich es gleich. Da habe ich jetzt nicht aufgemacht. Danke weiter. Wir sind ungefähr bei einem Stückpreis, schätze ich mal, um die 220 Euro für das Modul. Axetech Germany GmbH. Danke, Jürgen. Oh, waren sogar momentan noch auf Lager ein paar Stück. 79 Stückchen. Wundert mich. Da sind wieder teilweise höchstwahrscheinlich Module reserviert geworden. Und wenn du das dann nicht zahlst innerhalb gewisser Zeit, dann werden die wieder freigeben. Und so bin ich auch das letzte Mal zu 12 Module gekommen, was ich erst gerechnet habe, dass ich das nächste Jahr kriege. Habe ich aber dann auch noch. Servus Jörg! So, jetzt schauen wir nochmal. Die rechnen sie jetzt auch mit der deutschen Mehrwertsteuer aus, oder? Nein, ich kann es eh mit der österreichischen. Der 1% ist völlig egal. So. Sind wir momentan bei einem Stückpreis von 236,22. Also das mal den, das sind einmal die Module. Ja, momentan sind es lagert und wenn es lagern sind, ja, jetzt ist Weihnachten, das ist klar, gell? Aber ich würde sagen, irgendwann zweite Jännerwochen. Es sind aber, wie gesagt, 79 Module lagernd, die können schon wieder weg auch sein, wenn es einer mitgekriegt hat, dass was am Lager liegt. Also, das geht immer relativ rasch. So, jetzt haben wir mal die Module ausgerechnet. Zu der Montage muss man sagen, ist da eine Ziegeldachmontage, so wie das jetzt einmal im Großen. Es ist nämlich in deinem Angebot auch nicht extra aufgeführt oder aufgliedert, das Ganze. Das heißt, so wie es da steht und die Punkte, was drunter sind, ja, die statische, die Unterkonstruktion von einem namhaften Hersteller, gell? Gerüst oder irgend so was, andere Sachen, das ist dann alles extra zu zahlen und. Und bei der Statik fängt es wieder an. Weil, nämlich, aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Sparen meistens, weil die alten Häuser ist ja viel dünner und. Und du kommst wirklich bei 80% der Häuser, wenn nicht 90% der Häuser,
kommst du mit einer einlagigen Verlegung nicht aus. Das heißt, du hast die Unterkonstruktion besteht dann einmal aus entweder quer oder senkrecht, dann hast du nochmal einmal Schienen drüber, dass das einmal eine große Fläche wird und dort werden dann die Module drauf montiert. Wenn ich das Ganze jetzt einlagig nehme, jetzt musst du euch ja vorstellen, je mehr Module das ich habe, desto teurer wird auch das Montagegestell, was drunter ist. Wenn ich es auch logisch mache, ist es natürlich auch billiger. Und das heißt, pro KW Peak, aus der Erfahrung kannst du kalkulieren, wenn du das eine Reihe machst, mit ein bisschen mehr Module, kommst du irgendwo hin auf ja, 120 Euro. Und ziehe ich doch vielleicht 140 Euro. Pro KW Peak. Wenn du es mit großen Module machst, bist du ungefähr auf 100 Euro pro KW Peak anreihig, was ich aber nicht mache. Also Neubau ja, wenn das wirklich ordentliche Sporen sein und Altbau, überhaupt Ziegeldach mit Lotten und so weiter und so fort, nur zwei Logik und da kommst du dann einfach auf 100 150 Euro, 160 Euro pro KW Peak. Bei kleinen Module, bei großen Module bist du dann irgendwo auf 100, 130, 140. Jetzt ist aber so, wenn ich mir das Angebot da anschaue, redet man da eben nur von einer Logik. Also werden wir es auch so kalkulieren. Und wenn wir da sagen, wir haben 8,6 KW Peak, nehmen wir mehr, sagen wir 110 pro KW Peak, 110 Euro, hab's geummert da. Und sind wir auf 1000er fürs Montagegestell. Wenn wir jetzt weitergehen, ich gehe jetzt das Angebot nämlich von oben nach unten durch und schau mal, was da ist. Wechselrichter. Wechselrichter, wenn wir schauen, in deinem Fall will er aber einen Speicher auch haben. Sinnhaftigkeit nicht oder ja oder nein, das machen wir nachher durch. Wir schauen jetzt nur einmal Wechselrichter mit, sagen wir, Speicher. Mit Wechselrichter. Aha, es ist da auch kein Discord gekommen, ich bin auch nicht drinnen. Ja, ich soll einen Discord aktivieren. Oder nein, ich mache jetzt einmal so weiter. Nachher können wir eh miteinander diskutieren. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt es da rein im Chat. Wenn wir jetzt sagen, okay, da hat er ein Angebot, da sind 13 Kilowattstunden Speicher drinnen und Notstromversorgung. Wenn wir jetzt sagen, wir könnten normale Hybrid nehmen, aber wir wollen ja unbedingt einen Gen24 Wechselrichter. Schauen wir mal. Bei 8,6 kW Peak reicht der 8 Plus aus, Gen24 8 Plus, 10, da haben wir 11, da 13,8. HVM-Speicher. Zum Speicher gibt es dann halt auch noch was zu sagen. So, jetzt muss ich mal schauen, da muss ich meine Sachen auswählen. Dass ich euch einen Preis sagen kann. Speicher. Mit Wechselrichter. So, für Bestellnummer. Cool. 1, 2. Upsala.
Speicher ist momentan ein bisschen teuer, was ich jetzt gesehen habe. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist der Speicher mit 13,8 Kilowattstunden, ein Symo Gen 24 von Fronius, inklusive Smart Meter. Weil da muss ich mir den Zöller extra noch kaufen, was ich so mitgekriegt habe oder irgend sowas. Aber inklusive Smart Meter sind wir da auf 5, 6, 52. Ah, 10, ja. 10, 5, 6, 52. Jetzt für die Montage, sprich, was wir im Zöller kosten, sagen wir noch, schauen wir sie noch an, Michael. Jetzt, wir gehen nur den Punkt einmal durch. Ja, Montage, wenn es viel kostet, mit Zöllerkosten habe ich schon gesehen, da schwanken die Montagen zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Ich glaube, dass einfach das bei euch in Deutschland nicht viel anders sein wird. Sind wir ungefähr gleich. Bei der Montage mit zwischen 4.000 und 7.000 sein die Rohr dabei, die Kabeln dabei, die Stecker, was ich brauche und auch die Sicherung. Also wir nehmen jetzt einfach die teuerste Montagekosten an für das Ganze mit 7.000er. So, müssen wir schauen, ob wir noch was vergessen haben, ob da irgendwas Außertourliches noch drinnen ist. Ja, da wird halt beworben, dass es die Software und Sachen. Was da noch drinnen ist, das Notstrommodul, weil das kann Notstrom auch. Das Notstrommodul kostet einen Tausender, kann man billig anbauen. Es ist da drinnen, ist nirgendwo was für Überspannungsableiter oder irgendwas Sonstiges. Ist da einfach nicht drinnen. Ist nirgends beschrieben, es ist zwar alles haargenau aufgeschrieben mit zwei MPP-Trägern und bla 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 bla. Ist aber nirgends gemacht. Sicherheitshalber rechnen wir noch 250 Euro für die Überspannungsableiter ein. Und dann 250 Euro für Transport und ja, vor Ort. Also 8,6 kW Peak kommst du auf den Preis. Also wenn wir jetzt Summe sagen, Summe. So. Jetzt mal zu rechnen, jetzt haben wir einen Unterschied. Für gute, obwohl wir jetzt 8,6, wir haben jetzt können wir umrechnen auf den KW Peak, inklusive Speicher, inklusive Montage. Das dividiert die 8,6. Also sind wir ein Tausender pro KW Peak billiger. Wenn ich sehe, was in Deutschland Förderung kriegt, so geht bei dem Angebot, ist einfach das, was Förderung ist, draufgeschlagen worden. Bauhart. Wie gesagt, das ist die oberste Grenze. Höchstwahrscheinlich geht es billiger an, dann sind wir auf 2.500. Mit dem 13,8. Jetzt hole ich mal einen Discord dazu. Und dann machen wir, dann reden wir mal über die Teile, was überhaupt da drinnen sind. So, hallo Discord, grüß euch. Hallo Udo. Hallo zusammen. Habt ihr mir bis jetzt folgen können? Ja. So, der Michael hat was wissen wollen, das werden wir ihm schnell nachschauen. Der HVS ohne. Ja, Wechselrichter braucht der Michael nicht. Speicher. Lieferzeit, VIP-Speicher ist halt ein Wahnsinn momentan. Du kriegst nicht wirklich was. HVS 5.1. Lieferbar ist der im März.
der kleine, der HVS, den was du willst, Michael? Ja. Preis netto oder brutto? Ist egal. Sag netto. Zwei sieben. Ah, okay. Zwei. Lieber Paul Merz, so. Jetzt habe ich mir zu den ganzen natürlich auch ein paar Punkte aufgeschrieben, weil das Angebot eben, ja, so wie es da drinnen steht, ist das ja auch nicht gerade das. Ja. Die Module. Thema ist aber zum Beispiel Module. Die Module. Gehen wir nochmal zurück da, oder, was wir da gehabt haben. Die Module da zum Beispiel drinnen, muss ich eins auf, ist eh wurscht, werden beworben, dass eben ja drei Busbars drinnen sein, und da haben wir schon mal geredet drüber. Und euch erinnern könnt, wir haben das eine Video gemacht, wo ich euch gesagt habe, was besser ist. PV-Module so montieren oder so montieren. Und da habe ich euch erklärt, dass die einzelnen Stränge aufteilt sein. Und da hinten Dioden drin ersetzen. Also das heißt, auf jedem Busbar meistens irgendwo inzwischen Dioden. Billige Module haben vielleicht auch Dioden drüber, die was nur das komplette Modul, wenn es beschattet wird, einfach auch dran. Bisschen bessere Module haben da schon zwei, wo das auf zwei Stränge aufteilt ist. Und je mehr Dioden das drin sind, weil dann wird, wenn das da unten auf der Ecke zum Beispiel beschattet wird, rennt immer noch der Rest vom Modul weiter. Also das heißt, da wird drinnen beworben, das Modul hat zum Beispiel, ist gestanden in deinem Angebot, hat drei Dioden drinnen. Hey, Leute, das ist schon längst Standard und da geht es nur darum, um ein Modul, ich habe es ausgerechnet, wenn ich nur die Module anschaue, verlangen es für die Module allein schon 7000 Euro. Da geht es nur darum, um einen Scheißtrick, ja, irgendwie verkaufen zu können zu einem teuren Preis. Um mehr geht es da drinnen nicht. Also das, hab ich mir, das war mal das Erste, was mir gleich sofort aufgefallen ist, weil es ganz groß in das Angebot eingeschrieben worden ist, wie ich es nur durchbladelt habe. Das Nächste, was ist, der Speicher wird verkauft, ja, er hat 13 Kilowattstunden hat der Speicher, gell? Wird verkauft als ausfallsicher, man kann das Auto damit laden und so weiter und so fort. Scheißdreck, weil von den Speicher können maximal 4,5 kW gezogen werden. Das heißt, du kannst deine 13 Kilowattstunden da reinladen, aber wenn du dein Auto anhängst, dann kannst dein Auto höchstwahrscheinlich, wenn du den Haushalt irgendwo 700 Watt brauchst oder was, gell, mit maximal 3,5 kW laden. Also, was soll's? Weil es ist dann drinnen gestanden, du kannst weiterhin deine Wärmepumpe betreiben, gleichzeitig Auto laden und bla bla bla. Also mit 13 Kilowattstunden macht es blöd, ist leer, begrenzt ist sie durch die 4,5. Das heißt, den Rest circa einfach aus dem Netz, was du in der Zeit lohnst. Also das ist völlig egal, ob ich dort jetzt an 7 kW hinstelle oder an 13 kW, das ist egal. Beim Fronius, wenn ihn so aufrüst, mit den Module, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da kann sein, dass wir 8 oder 9 kW ziehen können. Die ganzen 10 gängen auch nicht beim HVM. Ich muss, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Habe ich mich nicht vorbereitet, so wie das der Michael immer tut. Aber nur einmal, dass ihr es versteht, um was da geht. Ja, und dann die Speicherdimensionierung zu der PV-Anlage selber von der Größe. Und dort passiert teilweise sowas Unnötiges, dass es gar nicht mehr geht. Weil 13 Kilowattstunden kriege ich, wie es jetzt ist, höchstwahrscheinlich sowieso gar nicht voll mit dem Speicher. Und im Sommer,
ist der Speicher höchstwahrscheinlich dann, wenn es am Tag die Anlage voll rennt, in eineinhalb Stunden Ratzeputz voll oder soll es zwei Stunden dauern. Und über Nacht brauche ich das gar nicht, was im Speicher drinnen ist. Also der Speicher steht meiste Zeit unnütz herum und hat einen Haufen Geld gekostet. Du musst wirklich über Nacht sehr viel Strom brauchen, so wie es bei mir ist. Bei mir zieht es halt konstant über Nacht 700, 800 Watt. Und ich weiß schon, der Michael auch schon, in Wirklichkeit bei Michael, da geht es darum, er hat gesagt, er will energieautark werden. Der Speicher braucht halt auch lang, bis er bei ihm rechnet, weil über Nacht braucht er keinen Strom. Gell, Michael? Ja, so ist es. Ja. Also. Es nutzt nichts, einen immens großen Speicher hinzustellen und ihr habt nichts wirklich davon. Und dann muss man rechnen, Deutschland ist ein bisschen anders als wie Österreich. Weil es kriegt sich auch fürs Einspeisen noch ein bisschen mehr als wie mir. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt bei neuen Verträgen, Michael? Was kriegt man da jetzt? 7 Cent, glaube ich, 6,9 Euro. Ja. Ich glaube, bei uns ist man teilweise schon bei 3 oder 2 Cent. Also, dort rechnet sich vielleicht der Speicher früher, aber wenn du keinen Verbrauch nicht hast, nicht wirklich. Dann der nächste Punkt, was mir noch aufgefallen ist. Ja, das mit der Halbzellen habe ich. Akkudimensionierung. Ja. Und das, was ich vorher schon angesprochen habe, ist auch so, wie es da drinnen beschrieben ist, auf einem alten Ziegeldach oder einem älteren Ziegeldach, auf einem älteren Ziegeldach würde ich nie einmal eine Anlage montieren. Überhaupt bei den Module, bei den Wind, bei den Stürmen, die was jetzt immer mehr werden, da geht es gar nicht so um die Schneelast. Weil, wenn ich das jetzt mit zwei Mal verlege, auf zwei Schichten und dann die Module drauf, dann habe ich durch die zweite Reihe, meine Montageschienen drauf montiere, erzeuge ich auf dem ganzen Dach schon eine einzige Fläche. Das heißt, ich habe keine Belastungen in dem Sinn mehr auf die Module drauf, außer die Klemmstellen. Wenn ich das Ganze jetzt einlagig montiere, dann musst du ja rechnen, die ganze Anlage wird dann mit den Module ebenfalls zusammengehalten. Das heißt, jede Einzelschiene, jeder Haken, was auf dem Dach befestigt ist, ist eben eine Schiene quer oder senkrecht und das Ganze zusammenhält halt das Modul. Also die Belastung am Modul ist viel höher. Und wie gesagt, bei den Stürmen, was jetzt sein, bist mit der sicheren Montage ganz sicher mit zweilagig besser dran. Die Anlage würde ich auf alle Fälle im ersten Jahr oder sogar im ersten zwei Jahre, wenn ich das anschaue, ohne Speicher montieren, weil in dem Haushalt gibt es jetzt dann alle Elektroauto gibt es schon und ein zweites auch, dann ist der Speicher sowieso uninteressant. Weil am Wochenende und so stehen die Autos ganz sicher daheim. Mit dem Wattpiloten, wenn man Tausender dazu nimmt, man nimmt Zehntausender weg, nimmt man Tausender dazu, und einen Zehner kann man nicht wegnehmen, weil 2,5 glaube ich oder 3 kostet der Wechselrichter. Also wir können das Ganze mal so durchspülen. Dass wir hergehen. Kann ich das so auch kopieren? Ja, sollte das so auch gehen, gell? Ja, das war negativ. So, der Montagegestell, habe ich gesagt, wenn man es wirklich zweilagig macht, sagen wir 140 Euro, dann sind wir auf, wie geht die X-Zahl reinschreiben? Schau ich mal noch, was der Wechselrichter allein nicht kostet, der 8er. Weiß ich nämlich nicht auswendig.
Außerdem, wenn ich einen Fronius nehme, dann erhole ich an Stefan seinen Arbeitsplatz. Gell, Stefan, ist er noch da? Dann macht er. Es gibt so viele Wechselrichter, ich bin mit Bladl nicht fertig. Wie bitte? Ich hab gesagt, wenn ich Fronius nehme, dann unterstütze oder erhole dir deinen Arbeitsplatz. Unbedingt kauft bei Fronius. Am besten ihr denkt an die Hanna. Ja, genau. Mindestens. Also Wechselrichter mit dem Wattpilot, weil wir den gleich mit einrechnen fürs Autoladen, sind wir auf 3,850. So, und der Rest haben wir gesagt, das gehen wir Montage. Ist weniger, sagen wir, es ist weniger Aufwand, weil ich sage mal mehr als wir das darf der Montage nicht sein. Und alles andere bleibt gleich. Wenn wir das jetzt nehmen, hoppala. Und da sind wir auf 1700 Euro pro KW-Peak fix fertig. Das wird wieder ein Tausender weniger. Weil, ich sag, bei dem, bei 8,6 KW-Peak und Elektroauto, brauche ich keinen Speicher. Das ist nur, dass ich einen Umstein habe und dass er verkauft ist und dass man dort viel Geld verdient. Und ob ich jetzt da, wie gesagt, in Wirklichkeit sind es ja 29 irgendwas plus den, was sie noch losgegeben habe, bin irgendwo auf 30.000 Euro zu 17.000 Euro, da kann ich eigentlich, wenn ich es genau nehme, eine doppelt so große Anlage montieren. Weil, wenn ich da die KW-Peak erhöhe, sagen wir so, die Modulanzahl, gell, steigt da unten nichts mehr wirklich am Preis. Weil an der Montage wird sich nicht viel ändern. Die Komponenten ändern sich auch nicht. Der Wechselrichter wird vielleicht um 200 Euro teurer. Das Montagegestell, dementsprechend wie viele Module dass ich dazu nehme oder KW-Peak dass ich dazu komme. Und. Ah, Drucker macht komische Geräusche. Und. Das ist halt nicht so viel um. Bei den Ganzen. Was sagt ihr dazu? Grundwasserwärmepumpe. Ja, du musst rechnen bei der Wärmepumpe. Alleinig was die Bohrung kostet. Das zahlt sich nicht aus. Das rechnet sich einfach nicht. Weil das was die Bohrung kostet und das kaufe ich eine größere Wärmepumpe, wo zwei Kompressoren drinnen sind, die kann ich steuern, dass. Oh, hast schon. Die kann ich steuern, dass nur ein Kompressor rennt. Die kann ich so hinregeln. Und sollte es einmal wirklich wo eine Woche sein, dass ich irgendwo vielleicht elektrisch dazu hatzen muss, ist das auch nicht. Ist das auch fast egal. Sicher gibt es einen. Aber, wie gesagt, der Aufwand und die Kosten, was sein, das ist nur, ja. Du musst rechnen, wenn du die PV-Module einbaust ins Dach. Oder eben du nimmst Zierin. Ein PV-Modul ist extrem temperaturabhängig. Das heißt, wenn du keine richtige Hinterlüftung hast von dem Ganzen, dann wird einfach der Wirkungsgrad viel schlechter. Stefan, ich hab dich gar nicht gefragt, ob es Luft oder was habt ihr jetzt dort? Luftwasser?
Ja, Ralf, du musst dir das Ganze im VOD anschauen. Muss ich schauen, ich weiß ganz gar nicht genau. Ja, wie gesagt, das was meistens die Bohrungen kosten und, kaufe ich einfach eine größere Wärmepumpen. Und wenn ich ein PV hab, kaufe ich sowieso einen stillen Buffer hinzu. Mein Haus da, es sind 85 Quadratmeter, was ich beheize. Das ist Altbau, haben wir schon mal geredet, das ist auch noch dazu mal. Da sind 25er Außenmauern, uralte Fenster. Ich hab draußen eine 6 kW Wärmepumpen hingestellt. Wir haben schon minus 7 Grad gehabt, aber ich hab noch immer der Heiz. Und die meisten, die was im Discord sind oder die was da sind, wissen, dass ich Raumtemperaturen hab, immer um die 25 Grad Minimum. Also sprich, Wärmepumpen und was man noch dazu sagen muss, wenn du da schaut, das ist einer von den neuesten Heizkörper. Da unten, von der Dimensionierung her, ist es immer noch gleich. Ich habe keinen Heizkörper getauscht oder irgendwas sonstiges gemacht. Ich habe nur draußen die Luft-Wasser-Wärmepumpen hingestellt, habe meine Puffer da unten eingebaut. Habe ich ein paar Mal gestreamt auch. Und es läuft. Irgendwas war da noch eine Frage. Ja, ich verstehe schon, wenn du das willst, aber es ist halt ein Problem. Nö. So, war auch noch was? Nein. Also. Ja, genau. Und du rechnest die Verlegung 7.500 Euro. Und um 7.500 Euro stößt dort eine doppelt so große Wärmepumpe hin. Und Otto, hörst du mich? Ja. Hör dich, Stefan. Stefan? Aber ihr hört uns nicht, hä? Stell dir eine doppelt so große Wärmepumpe hin, hat einen Vorteil. Wie gesagt, wenn die meisten, die großen, haben eh zwei Kompressoren drin. Das heißt, ich hab die Anlage, was da wohl überall stehen und rundherum, zwei Kompressoren. Ich kann in der Übergangszeit, oder ich kann es so steuern, dass eben ein Kompressor rennt, wenn es nicht gebraucht wird, sobald die Sonne rauskommt. So gehe ich alle zwei Kompressoren weglaufen, mit voller Leistung, das was die Sonne liefert, in einen Pufferspeicher einfüllen und nachher kann es wieder zurückschütteln. Das heißt, am Tag, wenn 5 Stunden mal die Sonne raus ist, oder so wie es jetzt ist, nur 3 Stunden, die niedrigen Energiehäuser, sind die Puffer meistens so voll, dass du 2 Tage heizen kannst damit. Und wie gesagt, der Unterschied von der Wärmepumpe ist minimalst. Bei alten Häusern ist es halt ein bisschen, ist halt nicht so lang, aber es funktioniert. Und da extra eine Bohrung zu machen oder eben eine Sohle zum Verlegen und, ist halt eine andere Geschichte. Das nächste ist ja, wenn du jetzt sagst, du legst draußen deinen Ringgrabenkollektor, du brauchst eine gewisse Bodenfläche. Geht sie meistens nicht aus. Ich habe auch ein Projekt, wo es so ist, wo da stehen zwei Wärmepumpen, eine Luft, Wasser und die hat den Garten, weil die ist schon gestanden, der andere, der hat dazu gebaut. Der hat einen Kollektor schon in der Erde drinnen gehabt und hat dazu gebaut und hat ein Luftwasser stehen jetzt für den Rest. Und es kommt auf die Außentemperatur drauf an, wenn er überhaupt einmal den Ringraumkollektor einmal die Wärmepumpen aktiviert, weil so da dort nicht mehr ein bisschen was Warmes drinnen. Haben wir auch mittlerweile so umgedreht, er kann im Sommer, wenn er klimatisiert, fahren wir mit dem warmen Wasser in die Erde rein. Also, wir heizen das Erdreich auf. Ja, bei uns machen sie auch immer was und es kommen immer irgendwelche Geschichten. Ich habe gestern ja kurz drüber gesprochen, weil ja bei uns
momentan wieder so 110 Kaffee, 110 KV-Leitung gebaut werden sollte, was vor 2 Jahren angerissen worden ist oder 3 Jahren. Und Grund sollen die erneuerbaren Energie sein, aber nur, es muss ja rechnen, über eine Ortschaft sind wir 1000 Häuser, für die 1000 Häuser sind irgendwo Spitze, weil die Gleichzeitigkeit ist ja nicht gegeben, sollen die, weiß ich nicht, am Sonntagvormittag, wenn alle daheim kochen, soll da jedes Haus im Schnitt für die 1000 dann irgendwo 1 kW oder 2 kW ziehen. Völlig egal. Das heißt, die Stromaufnahme, was da ist, geht ja jetzt schon über die bestehenden Leitungen drüber. Und wenn ich sage, für die 1000 Häuser machen 30% der PV, was bei uns in Österreich ja noch lange nicht so weit ist, und die produzieren im Sommer, wenn eben die Spitzen da sind, zum Mittag herum, den Strom, dann kann nicht mehr zurück eingespeist werden, als wir was im Winter höchstwahrscheinlich über die Leitungen bezogen wird, mit den Wärmepumpen, mit dem Zeug, was jetzt alles drauf hängt. Also man versucht wieder irgendwo, bei uns im Burgenland hat man ja, darf die großen Anlagen, darf nur mehr der Energieversorger selbst errichten. Und ich vermute, die wollen da unten irgendwo einen großen Energiepark bauen mit PV und dafür brauchen sie eine Leitung. Und das hat nichts mit den Abnehmern zu tun, die zahlen aber im Endeffekt dann die Leitung mit den Netzkosten. Und ich, wie gesagt, es muss Deutschland und Österreich ist halt immer der Unterschied, weil bei euch beim Einspeisen das anders ist als bei uns. Bei uns ist das gang und gäbe und viel, viel interessanter, eben den Eigenverbrauch zu steigern. Und das heißt, ja, bei euch sind viele Anlagen, wird Wert drauf gelegt, dass es Richtung Süden ausgerichtet ist und, wird aber jetzt eh schon weniger, wie man sieht. Und, aha, zwei. Und ich sage mal, wenn ich irgendwo an für die Beratungsgespräche schaue, immer, wann brauchen die Leute einen Strom, wirklich einen Peak. Und du bist meistens mit einer großen Westanlage viel besser noch dran, also sprich Osten ein bisschen was, Süden für den Winter, aber die ganz steil dann, so wie meine Zaunanlage. Und im Westen, das ist einfach auf die Nacht aus einen Strom hast. Weil wann kommst du heim von der Arbeit? Wenn du dein Elektroauto hast, kommst du irgendwann am Abend zusammen und du willst das Auto anstecken und da soll noch was reingehen. Also ist eine große Westanlage ganz sicher immer dann das Interessantere für die Leute. Stefan, die Wärmepumpen sind aber auch schon öde, oder? Ja, auf den Grundstück gibt es ja genug Platz, um einen Kollektor einzeln Grom. Zig, zig, zig Quadratmeter. Also so alt hast du nicht, glaube ich. Nicht? Nein, ich habe sogar einen Plan gefunden. Wärmequelle 14 mal 70 Meter. Ja. Und die eine mit 15,95 Kilowatt. Mhm. Und die andere mit 19,79 kW. Okay, dann ist eigentlich nicht nur das Brauchwasser, sondern die haben es wahrscheinlich aufgeteilt, die haben es zusammengehängt. Wenn es kalt ist, dass du eben die ganze Hütte warm machen kannst. Weil was heizt es alles damit? Das ganze Projekt. Also vorn den Teil, wo du jetzt drinnen wohnst und die und den Teil, wo die deine Schwiegereltern drin wohnen. Genau. Ja. Und eben ein bisschen mit Hackschnitzel. Ja, schon klar. Das heißt, wenn die Temperaturen tiefer werden, wird da wahrscheinlich der Hackschnitzel dazu warzen. Hm? Ja. Ja, was halt ist auch, wenn ich eine steilere Anlage habe,
ist ganz sicher interessant, da Süden, eine steile Anlage, man sieht's. Ich habe heuer noch keinen einzigen Tag gehabt, wo nichts runtergekommen war. Also ich habe immer ein paar Kilowattstunden, wie immer. Wobei, da in der Nachbarschaft die ganzen Befahrungen, zum Beispiel vorige Woche, 3 oder 4 Tage null runtergebracht hat, weil natürlich ein Schnee draufgegangen ist. Und da ist halt der Zaun dann aktiv. Das merkt man. Aha, der Albert hat aufgesetzt, nein. Wo ist der Albert? Albert, ich sehe dich in keinen Raum. Albert, du musst in irgendeinen Raum einspringen mit deinem neuen User. Hast du einen neuen User auch angelegt dann? Dass er dich anklicken kann und freischalten. Yes, ja. Ah, okay. Umleitung zum Saul. So, jetzt müsstest du reinspringen können, Albert. Man nicht ziehe die rein. Nein, er ist eh schon da. Passt schon. Servus! Hey, servus. Servus. Hallo. Guten Abend. Hast du einen neuen User anlegen müssen? Nein, es ist nur irgendwas schief gegangen beim Transferieren von den Daten. Also. Ich hab die ganzen Räume auch nicht mehr gesehen, den Roten und so. Ja, es ist klar, weißt du, Sachen bist. Weil du ja mir keine Rolle zugeordnet warst. Ja, und wie gesagt, das habe ich schon mal kurz anklingen lassen, wo jetzt dann auch regelmäßig ein Video kommt. Wird vielleicht ein interessantes Projekt, da geht es darum, 3 Häuser. Nur mehr ein Netzanschluss zum Elektroversorger und die 3 Häuser versorgen sie selber über die PVs und eine große Gemeinschafts-PV mit großen Speicher und auch Elektrofahrzeug. Und vielleicht dort wird vielleicht die ganze Vehicle-to-Grid-Geschichte noch interessant, weil für die 3 Häuser jedes hat 2 Auto und ein Auto steht meistens daheim. Oder sehr oft daheim, sagen wir so. So wie es halt meistens ist. Das Auto der Frau steht daheim. Und wenn dann Vehicle to Grid geht, wird das auch interessant. Oder ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen was interessant für euch geworden ist, weil dann bauen wir jetzt weiter mit dem mit meinem Zigbee-Klump. Servus, Topic-Hopser! Otto, noch eine Frage zur Wärmepumpe. Ja. Bis wie viel Grad minus arbeiten die Dinger effizient? Ja. Oder halbwegs effizient? Schau, ich hab jetzt, ich hab das ja gesagt, ich habe bei meiner jetzt, wie es minus 7 Grad gehabt hat, gell? Hab ich ja geschaut, weil es mich ja selber interessiert, was geht und was geht nicht, gell? Und wie es minus 7 Grad gehabt hat, hat meine Wärmepumpen, das ist ja 6 kW Wärmepumpen, gell? Bei minus 7 Grad hab ich, über Vorlauftemperatur bin ich gefahren, 52 Grad, oder? Ja, 52 Grad bin ich Vorlauftemperatur gefahren auf der Wärmepumpe, gell? Und hab noch immer 4,8 kW an Heizleistung gehabt, gell? Und die Stromaufnahme war da in deinem Fall auf 2,1. Also wenn du jetzt hergehst und rechnest 4,8 dividiert 2,1, dann sind wir auf einer Leistungstiefe von 2,2. Das heißt, ich stecke 1 kW ein und kriege 2,2 raus. Wenn ja, ich's, das ist noch gut. Und wenn ich jetzt schaue, so um die 0 Grad herum, gell, da bin ich immer auf einer Leistungsziffer von 3,2 bis 3,3. Also, wie das ich so klar dimensioniert habe und, sie geht besser, als wie ich es eigentlich geglaubt habe. Alles klar, danke. Ich hab ja von Haus aus kalkuliert, dass die
Die kann sich nie ausgehen, wenn es kalt ist. Dafür habe ich auch mein Heizkessel stehen lassen, habe den mit einbunden in die Puffer. Und sollte es wirklich einmal ja, schlechter werden, dann gehe ich runter, mache das Ofentier raus, leg den Ofen einmal voll an und das reicht dann für einen Tag. Also, völlig egal. Die Wärmepumpen rennen natürlich weiter. Und so wie es jetzt ist, heint man sieht da, kann ich euch eh noch sagen. Heute war kein so scheins Wetter, aber. Hoppala. Und schaut, also das Gelbe ist da komplett, ich war es selber verbraucht. Gell? Da war ein Teil dann, wo der Onpilot noch ein bisschen was nachgekatzt hat im Warmwasserspeicher rein. Also ich habe 100% wieder Eigenverbrauch heute gehabt. Und ich brauche ja ziemlich viel Strom. Ich ziehe ja normal aus dem Netz. Ich brauche jetzt am Tag, ich habe es jetzt ausgerechnet, im Schnitt brauche ich 20 bis 25 Kilowattstunden fürs Heizen mehr Strom. Aber gesamt, also sprich, wenn die PV das liefert, um das wird es weniger. Ich bin normalerweise im Schnitt, ohne Wärmepumpen, habe ich am Tagesverbrauch für gute 27 bis 30 Kilowattstunden am Tag. Das heißt im Schnitt. Also ich bin eigentlich unter dem, was ich mir erwartet habe. So da. Alle Klarheiten beseitigt. Jawohl.